Und willkommen zur letzten Folge fiese Aufnahmesession. Ja. JK1 setzt sich immer noch fleißig zurück. Was soll mal bei ihr los? Ich habe keine Ahnung. An uns kann es nicht liegen, weil bei uns unser Internet ist. Ach, jetzt bewegt sie sich ordentlich. Ja, jetzt kommen auch keine Nachrichten mehr. Da muss irgendwas bei ihr tatsächlich irgendwie sein. Ist auch egal. So, wir machen mal jetzt. Komm, später haben wir einfach alle drei. Okay, jetzt können wir hier schon mal ein bisschen zukleistern. Haben wir noch Slabs? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen also noch Slabs. Die Frage ist, wie viele? Eins. Also, nein. Eins. Zwei. Drei. Ja, doch, wir machen. Wir machen zwei rein. So. Okay. Gucken, ob das reicht. Bin ich runtergefallen? Ja, bin ich. Temporär erstmal. Ja, es geht gar nicht. Achso, weil ich gerade da drin war. Gut. Okay. Ja, dafür wird doch langsam was. Oh Mann, Alter. Immer diese auf Ressourcen warten, das ist ja schlimm. So, jetzt kommst du. Dann kommt. Oh, schon wieder leer. Der Lüfter von meinem Lappy tut auch gerade so, als wäre er ein Ventilator für die ganze Wüste. Das ist natürlich nice. Kenne ich auch von. Ich habe hier auch so einen kleinen älteren Laptop bei mir rumzustehen, den ich so als Testserver benutze. Da läuft praktisch das gleiche System drauf wie auf einem richtigen Laptop. Wo meine Hauptserver drauf laufen. Nur halt, wie gesagt, ist das ein älterer Laptop und dort läuft praktisch die Session als Testumgebung. Ja, und dementsprechend, weil es halt ein älteres Modell ist, habe ich da auch das witzige Problem. Der ist halt noch alte Technik, die wird ein bisschen sinnlos warm, und selbst wenn der normale Tätigkeiten macht, pustet der schon die ganze Zeit Luft rum. Wobei da keine Heißluft rauskommt, sondern der fängt schon bei 50 Grad an, seinen Lüfter anzuschmeißen, weswegen der Lüfter zwar ständig angeht, aber da eigentlich nur kalte Luft rauskommt. Weil bei einer Core-Temperatur von 50 Grad ist die Luft noch nicht heiß. Da ist die Luft gerade mal ja, lauwarm oder sowas, also ist echt noch nicht der Rede wert. Gut, die beiden nehme ich nochmal weg hier. Die packe ich mal direkt hier vorne hin. Zum Hochgehen reicht das ja aus. Weil das Problem ist, wir können hier nicht hoch. Deswegen muss ich die beiden hinpacken, damit wir dann hier praktisch hochspringen können. Easy. Technology, die begeistert. So. Jetzt ist die Frage. Hier kommt noch Stein rein. Hier kommt noch Stein rein. So, das wäre dann also bis. Wo ist meine Spitzhacke da? Oh Gott, warum ist die da hinten? So. Bis hierhin mindestens geht unser Bereich. Das heißt. Wir brauchen noch zwei von den Dingern.
Und um die zwei zu machen, müssen wir einen ganzen 6er-Stack opfern. Weil es geht nur als 6er. Da die so hart Bullshit, dass es fast weh tut. Aber gut, was willst du machen? Oder ich mache einfach eine harte Kante. Würde das funktionieren von der Höhe her? Nee. Da würde ich dann mit dem Kopf immer gegenschlagen. Das ist das Bullshit. Na gut, dann heißt es also wieder Steine opfern. Wir haben ja genug davon, ne? Fällt da keinem auf. So, ihr kommt dann nach da und da. Und ab hier beginnt dann praktisch die gerade Wand, die dann gerade weitergeht. Jetzt muss ich noch kurz gucken, haben wir hier... Ja, perfekt, das haut genau hin. Das heißt also, genau an der Stelle können wir jetzt dann später hier dann unsere Cobblestone-Kacke einarbeiten. Dann nehme ich die beide hier auch nochmal raus und ja, Cobblestone geht dann komplett hier einmal außen drum herum lang. Das wird dann geil. Und ja, hier drinnen ist dann praktisch wieder unsere... Hier drinnen kann er jetzt kommen, was will. Das heißt also, ich kann die Cleanstone-Produktion langsam anhalten. Wir brauchen nicht mehr allzu viel. Oh, okay. Der letzte bricht natürlich ab, klar. Warum auch nicht. So, das heißt, jetzt kommt es hier hart auf hart. Wir haben hier Cobblestone. Ja, nicht gelogen, meiner ist wirklich von 2010, ist so ein E-Machines, also, naja, es war damals kein einfacher Laptop, sondern das war schon so Richtung Gaming, also das war schon noch ein leistungsfähigerer Laptop, aber halt immerhin von 2010, heißt also laut heutigem Standard eigentlich schon Asbach veraltet, aber trotzdem, das Ding rockt hier as fuck. Da läuft Linux drauf und der wird selbst unter Last, erreicht er gerade mal eine Core-Temperatur von 50 Grad. Und selbst da springt der Lüfter gerade mal so ein bisschen so. Also, der stört dabei nicht, obwohl er direkt hier bei mir auf der Platte direkt neben mir steht. Ist schon ganz nice. So, okay. Jetzt die Frage, woraus machen wir. Am besten machen wir hier drinnen. Würde ich am liebsten. Oh Gott, muss ich überlegen. Dann machen wir hier drinnen auch alles aus Cleanstone. Ich meine, Cleanstone bekommen wir hier definitiv am meisten. Okay, gut, dann machen wir es anders. Dann baue ich da oben den Ofen ab und pack den hier unten hin. Ich baue hier sowieso jetzt am besten alles ab. Das Gras wollte ich jetzt nicht abbauen, aber gut. Und schon wieder Gras abgebaut, danke dafür. Wisst ihr was, kommt ihr beide mal her. Und Du kommst da. Leck um jo. So, der Ofen, den packe ich mal ganz unauffällig hier irgendwo hin, wo er keinen stört. Am besten hier rauf. Und meine Workbench. Ob es so was kommt, klatsch einfach da drüber. Pass. Easy. Okay, jetzt brauchen wir wieder hier vor ein bisschen was. Wir packen gleich einen 64er Stack rein. 8-mal Kohle, das passt denn perfekt. So, jetzt wie gesagt, hier Plattform. Das soll eine Plattform sein. Hier kommt Cobblestone rein, das interessiert uns also erstmal nicht. Das werde ich nur erstmal schon mal markieren, damit wir das auch ja nicht vergessen, dass hier Cobblestone reinkommt. So, in der Art. Das heißt also, hier hinter soll es hier jetzt erstmal gerade weitergehen. Und zwar mit Cleanstone. Das wird dann unsere Plattform. Wie lang die wird, muss ich mal überlegen. Ich würde... Unser Tunnelkonstrukt an sich... Gut, es geht hier oben noch gar nicht los. Von daher sollte das von der Länge sogar schon fast reichen. So, und ab jetzt kann es dann praktisch schräg nach unten gehen. Ja, das heißt also, das ist auch alles wieder für die Katzen. Und dass sie runterfallen, ist natürlich auch sehr schön.
So, wir brauchen noch ein bisschen. Na komm. So, das geht dann also hier einmal runter. Ah, siehst du, da war es gar nicht so schlecht, dass ich hier. Stimmt, die brauchen wir auch noch massig. Für den weiteren Weg nach unten, denn. Ich schon wieder. So dumm war das also gar nicht. Brauchen wir echt noch eine ganze Menge. So, was auf jeden Fall noch wegkommt, ist der ganze kleine Radatsch. Und dann ist, wie gesagt, die Frage, ab wo wird der Weg breiter? Weil der Weg soll definitiv breiter werden, und zwar soll er eine Breite von 5 haben. Das ist sowieso scheiße, weil wir jetzt eine Breite von 2. Wie wollen wir denn schon eine Breite von 2 auf 5 bekommen? Das wird also definitiv unsymmetrisch. Das ist Kacke. Na gut, dann müssen wir uns einfach für eine Seite entscheiden. Ich entscheide mich für die Seite hier. Hier wird dann später die Mitte sein. Und das geht jetzt für die Seiten praktisch runter. Das heißt also, hier haben wir eine Höhe von 3. Hier haben wir dann eine Höhe von 4. Wobei ich dann hier natürlich wieder alles auskleiden darf, weil das soll natürlich alles hier Cleanstone sein. Zumindest erstmal am Anfang, wenn dann weiter unten irgendwelche Sachen kommen mit hier das Zeug da, das ist mir dann auch relativ egal, aber zumindest hier am Übergang soll erstmal alles Cleanstone werden. Wie gesagt, die Hauptfrage ist, ab wo wird es breiter? Ich würde das stetig machen. Das heißt also, wir haben hier erstmal noch die normale Breite von 2. Achso, der unten war natürlich jetzt komplett für die Katz. So, so soll das denn spielen. Später unten erstmal hier sein. So, jetzt fängt es hier dann an, nach hinten zu gehen. Heißt also, wir haben dann jetzt auf einmal hier den Cleanstone, der auch zu Ende ist. Hier den Cleanstone. Und dann geht es beim nächsten noch eins weiter rein. Jetzt lasse ich dann auch alles raus. Raubt mir nur den Schlaf. So, und dann geht es hier nämlich noch eins weiter rein. Und hier haben wir dann letztendlich den endgültigen Flucht. Also hier die Flucht. Also nicht, dass jemand flüchten möchte, sondern kennt man ja vielleicht aus dem Baugewerbe. Den Fachbegriff Flucht. Das ist, wenn er auch nicht flüchtet. So, hier muss jetzt 3 hoch sein. Immer dieser Steinmangel hier. So, und hier kommt denn die Höhe von 4 hin. Das heißt also. Boah, Alter. Ich würde das Ganze lieber gerne um 1 verschoben haben. Heißt also, die Reihe kommt auch noch weg. So. Oh Mann, ey. Das ist aber hier echt ganz schön. Hier noch durchzublicken.
Das heißt, hier kommt Cleanstone hin. Wo sind die flachen Dinger? Haben wir gar nicht mehr. Okay. Und hier ist jetzt auch noch eins breiter, also es geht eins nach aus. So ungefähr. So. Genau, der hier bleibt. Darüber wird dann alles zugebaut. So. So. Und hier kommt dann auch das so easy. Halleluja. Okay, ganz langsam, aber sicher die Steinproduktion anhalten. Ich nehme dich immer noch mal raus hier. Beziehungsweise. Ah, doch, genau. Ah, nee, doch. Einen machen wir noch mal rein hier. Ich glaube, das reicht noch nicht ganz so. Ja, hier fehlt noch mal was. Okay, komm, leck mich. So, das hier muss nämlich auch noch alles raus. Langsam macht einen geschlossenen Eindruck. Ach du Kacke. Das ist so fucking viel. Wir brauchen noch drei Steine. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verkalkuliert habe. Na komm, 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 komm. Jawohl. Okay. Wo jetzt? Genau, da. 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 Ach ja, wir brauchen ja noch mehr Cleanstone für die Treppen. Oh Mann, Alter. Ich kotze das Essen. Gut, machen wir anders. Ich warte erstmal, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Also abgebrochen, je nachdem. Ja, abgebrochen. So, jetzt fangen wir nochmal komplett von vorne an. Halt also 64er Stack rein. Und hier von 8. Eigentlich könnten wir uns auch noch einen zweiten Ofen craften. Dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Mache ich aber nicht. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Grundbasis. Und jetzt. Scheiße. Da fehlt doch noch was. Wieso fehlt denn hier noch was? So. Jetzt ist es in Ordnung. Okay. So, jetzt haben wir hier praktisch unsere Grundschlucht. Und hier geht es jetzt quasi den Backup. Hier ist unsere Plattform, wo es dann auch breiter wird. Und ab hier geht es dann praktisch immer weiter runter, bis wir dann auf die 60er-Ebene treffen. Und dort, wenn wir dann auf Lava-Niveau sind, dann verzweigt sich dann praktisch unser Netz halt zu einem Untergrund. Bau. Schacht, Netzsystem, whatever, Betriebssystem. Und wie gesagt, hier kommt dann später auch noch, wenn in unser Schacht irgendwann fertig ist und wir dann genug Diamanten haben und dann in der Höhle quasi erstmal nichts mehr zu tun haben, dann packe ich praktisch hier auch Cobblestone noch mit rein und dann sieht wie das praktisch von oben aus, wie als wenn hier so ein Schacht wäre, der dann aber unten zu betoniert ist, also zugemauert ist. Und das dürfte dann optisch ganz geil wirken, wobei ich sagen muss, das hier hinten gefällt mir sogar noch gar nicht. Ich würde das lieber sogar noch weiter oben machen. Dann brauchen wir hier zwar jetzt wieder Cleanstone. Der ist Bullshit.
So. Das ist nämlich noch ein bisschen weiter zu weit weg. Die Mauer würde ich lieber hier direkt weiter vorne hinsetzen, so dass man die hier direkt schön sieht. Ich weiß nicht, wirkt das so? Kann man das so machen? Ja, doch, die sieht doch geil aus. Geil. Ja, wie ist da? Hat man hier direkt so eine Mauer und damit wird das Ganze wie abgeschlossen. Heißt also, später hat man hier so ein, halt aus dem, was auch immer hier vorher war, quasi, hat man das genutzt, um daraus dann das Hotel zu bauen. Und der alte Schacht, der hier nach unten führte, früher mal in der Steinzeit, weiß nicht, im Krieg oder sowas, der wurde dann später, als das hier zum Hotel umfunktioniert wurde, wurde der Bereich dann einfach zugemauert. Und damit hat praktisch dieser Abgang hier erstens eine Story und zweitens sieht das auch optisch halt so aus, wie als wenn das eine Funktion hätte, die es aber jetzt halt nicht mehr gebraucht wird. Und das finde ich halt persönlich ultra geil. Gut, für die Optik stört es hier noch der Kasten, der muss ja natürlich weg, klar. So wird das dann gleich viel besser. Und schon hat man hier, wie gesagt, optisch gleich viel, macht das gleich viel mehr her. Wie gesagt, funktioniert das Ding hier natürlich nicht, weil es schützt natürlich nichts davor, dass man sich hier durchgraben kann, wenn man einen Lag-Client hat, also wenn jede Internetverbindung schlecht ist. Siehe JJK1. Aber wie gesagt, es ist halt optisch ultra geil. Und zwar tatsächlich wirklich genau so, wie ich es gehofft hatte. Digga, ist das genial. Okay, wir machen aber hier diese beiden Dinger wieder auf. Wir müssen alle drei aufmachen. Weil wir arbeiten ja jetzt hier. Der Schacht, der wird, wie gesagt, noch weiter runterführen. Und mit dem Schacht arbeiten wir uns dann auf bis Lava-Niveau vor. Um da dann, ja, unsere. Jetzt bin ich komplett raus. Diamanten abzubauen, genau. Diamanten, darum geht's. Träger. So, die Kiste kommt erstmal hier wieder hin. Jetzt machen wir den ganzen Kletterer wieder rein. Den kein Schwein braucht. Wir brauchen eigentlich jetzt erstmal nur noch Cleanstone und Spitzhacken. Alles andere kann erstmal raus. Gut, Holz können wir auch gebrauchen. Für den Fall, dass wir auf Höhlen treffen, dass wir die dann wieder über Mauer, also Bretter verlegen können an der Stelle. Ansonsten die Hacke brauchen wir, also diese Hoe brauchen wir auch nicht. Hake. Gut, und schon sieht unser Inventar gleich wieder viel leerer aus. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Ich würde mal sagen, dann bauen wir uns jetzt einfach mal hier direkt wieder vor. Vorher packe ich hier noch ein paar Fackeln hin. Da kommt eine hin, da kommt eine hin. Das ist jetzt genauso eine Höhlenarbeit wie bei dem Mytas Let's Play. Scheiße. Heißt also, eine Langeweile incoming. Die Zeit, wo wir graue Zellen gebraucht haben, ist vorbei. Und hier geht es jetzt auch hier weiter. Genau. Was wir ja natürlich auch machen können, da weiß ich gar nicht, wie das optisch wirkt. Wenn wir hier praktisch, wenn wir diese Dinger haben, dass wir, wo ist die, ach du, direkt da drauf. Wenn wir hier diese Workbench, hä, Quatsch, nein, wenn wir die Dinger hier haben,
dass wir die Breite nicht über die gesamte Breite machen, sondern nur die mittleren drei. Das hat dann auch noch mal so einen bautechnischen Touch. Also wisst ihr schon, dass man hier praktisch in der Mitte so einen Weg hat und hier sieht das dann aus wie so sowas ähnliches wie eine Wasserrinne. Ja, für sowas, keine Ahnung. Sieht tatsächlich optisch sogar interessant aus. Lassen wir erstmal so, wenn es wirklich scheiße aussehen sollte, kann man die Dinger ja immer noch später bestücken. Erstmal lasse ich das so, weil es sieht tatsächlich, wie ich finde, interessant aus. Und mein Geschmack zählt, alles andere ist unwichtig. Ich bin da wie Donald Trump. Fackeln, da fackeln wir nicht lange. So. Habe ich gerade gewundert, warum wir hier auf der gleichen Flucht sind wie hier unten, aber eben hier unten haben wir drei, nicht zwei. Ist also alles korrekt. Meine Spitzhacke! Oh, wir hatten zwei angefangenen. Aha, da haben wir wohl mal nicht aufgepasst. Immer dieser Ronny, passt nie auf. Ganz viele Dalaschen. Ansonsten, ja, wie gesagt, muss ich gucken, wie ich das mache mit den Aufnahmen jetzt. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon wieder die Aufnahme, die ich jetzt gerade aufnehme, ist ja auch quasi wieder eine Woche im Voraus. Heißt also, ich könnte mir quasi jetzt nächste Wochenende auch wieder frei lassen. Aber mal gucken, vielleicht habe ich dann auch wieder Bock drauf, auch wieder Aufnahmen zu machen. Das heißt also, ich werde dann wahrscheinlich dann doch eher so machen, dass ich jetzt einfach weiterhin jede Woche aufnehme und dann praktisch zwischen dem Aufnehmen und dem Öffentlichstellen quasi dann immer noch eine Woche Puffer ist. Das verschafft mir persönlich ein bisschen mehr Flexibilität, dass wenn ich mal irgendwie, ja, weiß nicht, ich kann mal ein Wochenende nicht aufnehmen oder das mit dem Upload dauert länger oder ja, ich habe Brigitte gefügelt, wer auch immer Brigitte ist, ja, dass ich dann praktisch ein bisschen mehr Puffer habe, auch für mich jetzt, damit. Ich meine, bisher hat mir das halt immer vollkommen gereicht. Ich habe am Samstag und am Freitag immer aufgenommen. Und am Montag hatte ich dann online. Das heißt also, ich hatte immer den Samstagnachmittag, um zu rendern. Samstagnacht bis Sonntagnacht, also Samstag bis Sonntag die Nacht, habe ich dann immer hochgeladen und Sonntag hatte ich dann immer Zeit, das alles fertigzustellen. Von daher, Zeitmangel war eigentlich bisher nie, aber ich habe so praktisch halt noch mehr Zeitreserven. Kann ja nicht schaden, wenn man davon ein bisschen mehr hat. Du kommst dahin, du kommst dahin. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's damit erstmal. Ich werde hier vielleicht nochmal Dinger hinpacken und das war's dann auch. Easy. Easy peasy, what the busy. Okay, gefällt mir. Achso, siehst du, ist eigentlich unsere Kiste in einem geschützten Bereich? Ja. Achso, ja, klar, ich habe bis minus 60 runter geschützt. Heißt also, es kann höchstens sein, dass wir irgendwann in die Richtung da praktisch aus der Grenze rausgehen, aber das dauert noch ein bisschen. Weil der geschützte Bereich ist sehr groß, den ich hier angelegt habe. Für den Fall, dass ich später bei dem Hotel noch einen Garten anlege, vielleicht machen wir das, vielleicht machen wir das dann auch wieder im Let's Play. Mal gucken. Auf jeden Fall das Gebäude selber habe ich, wie gesagt, nicht im Let's Play gemacht, weil man sieht ja, wie riesig das ist. Und alleine für die eine Etage da unten habe ich schon relativ lange gebraucht. Ich meine, die oberen fünf Etagen konnte ich dann, wie gesagt, einfach mit World kopieren. Und fürs Dach oben habe ich auch wieder relativ lange gebraucht. Aber das alles komplett, weil im Let's Play würde ich ja nicht immer mit cheaten, sondern da würden wir tatsächlich alles dann mit Hand machen. Und das wäre dann ein Projekt von, weiß nicht, vielen hundert Folgen wahrscheinlich geworden. Man kennt ja das Gronkh-Syndrom, ne? So selbstbauen dauert vielleicht 3 Stunden, aber kaum man drückt den Aufnahmeknopf, dann
auf Nimmerwiedersehen. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, das war's für jetzt erstmal. Ich kann eigentlich direkt da im Bunker bleiben. Im Bunker sage ich jetzt schon. Im Hotel. Dann beende ich dann am besten hier unten gleich die Aufnahme. Dann wissen wir bei der nächsten Folge gleich, wo wir weitermachen müssen. Nahrung und so haben wir ja dabei, hoffe ich. Ja. Unsere komischen Pilzsalate. Okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V. Oder so ähnlich.